wenn's gut werden muss. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute starte ich eine neue Videoreihe und zwar ein Projekt zusammen mit Bauhaus, in dem ich euch in den kommenden Wochen und Monaten tolle Videos im Bereich DIY, Deko und Bau und so weiter zeigen werde. Als erstes habe ich ein ganz, ganz tolles Video für euch und ich finde, das Endprodukt ist so cool geworden. Und zwar, es geht um Schmuckaufbewahrung, denn meistens fliegt unser Schmuck einfach irgendwo in der Schale rum oder vielleicht ganz verwurzelt in irgendeiner Tasche. Und es ist immer cool, den Schmuck schön und auch demonstrativ sozusagen aufzubewahren, dass ihr immer seht, was ihr habt, dass euch die Auswahl leicht fällt und dass ihr einfach alles schön und dekorativ platzieren und ordnen könnt. Ich freue mich sehr über eure eigenen Do-It-Yourself-Ideen oder Dinge, die ihr selbst gebastelt habt oder wenn ihr Ideen für mich habt, die ich euch zeigen kann und umsetzen kann in einem Videotutorial, dann verlinkt mich auf jeden Fall bei euch auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und dann fangen wir gleich an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Hier seht ihr einen Überblick der Produkte, die ich bei meinem Bauhaus-Einkauf gekauft habe. Eine Liste der Produkte findet ihr natürlich auch in der Infobox. Für meine schönen Ringhalter aus Gips bastle ich als erstes mal meine konische Form. Hierfür benutze ich eine Unterlegmatte aus Silikon, die hat innen eine schöne glatte Seite, die perfekt ist für die Oberfläche meiner Ringhalter. Als erstes schneide ich ein passendes Stück der Matte zu und rolle die dann in eine konische Form. Hier könnt ihr dann auswählen, ob ihr eine spitz zulaufendere Form wollt oder eine etwas breitere Basis. Das kommt darauf an, wie groß und hoch und wie spitz zulaufend ihr eure Ringhalter haben möchtet. Die Form fixiere ich dann mit Panzertape und das unten entstandene Loch klebe ich ebenfalls mit etwas Panzertape zu. Es ist ganz wichtig, dass eure Form während dem Trocknen aufrecht steht, damit eben ein schöner, gerader Abschluss entsteht und eure Ringhalter gerade auf dem Tisch stehen können. Und jetzt kommen wir zum lustigen Teil, und zwar dem Gipsmischen. Dieser Gips wird im Verhältnis 2:1 gemischt, zwei Teile Gips und ein Teil Wasser. Dieses wird einfach zusammengemischt und gut verrührt, bis eine homogene Masse entsteht. Ich befülle meine Form dann bis zur gewünschten Füllhöhe und klopfe das Ganze noch etwas auf dem Tisch aus, damit keine Lufteinschlüsse entstehen. Nach 2 Stunden Trocknungszeit kommt dann der spannende Moment, an dem ihr eure Form auspacken könnt und euer Ergebnis bewundern. Kleine Macken könnt ihr im Nachhinein auch noch ausbessern, das ist gar kein Problem. Ich habe mich dazu entschieden, die kleinen Ringhalter noch etwas Gold anzusprühen. Dazu habe ich einfach goldene Lackfarbe genommen und das Ganze mit etwas Klebeband abgeklebt. Hier könnt ihr natürlich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Als nächstes kommen wir zum Herzstück dieses Videos. Das ist eine Aufbewahrung für eure Halsketten und Ohrringe oder was auch immer ihr noch gerne aufbewahren wollt. Ich habe mir da viel vorgenommen. Ich habe das von einem Vorbild aus dem Internet. Das war ein richtig schöner Schmuckständer, den ich mir kaufen wollte, der aber wirklich sehr teuer war. Und habe ich gedacht, das muss man sicherlich selbst auch irgendwie umsetzen können. Dazu benutze ich hauptsächlich Beton und solche Metallstäbe. Das werdet ihr aber gleich sehen. Und jetzt geht's damit weiter. Für den schönen Kettenständer benötigt ihr Blitzzement, einen Blumenuntertopf als Form, schmale biegbare Metallstangen, eine Zange und einen Seitenschneider.
Ich fange an, den Basisanker für die Stangen zu biegen. Dieser Teil wird später im Zement versenkt und sorgt für Halt und Stabilität. Als nächstes biege ich die Form des Kettenhalters. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr einfach ein großes T biegen wollt, das doppelt geschwungen ist. Dazu benötigt ihr etwas Kraft, aber für die schwierigen Stellen könnt ihr auf jeden Fall noch eine Zange zur Hilfe nehmen. Das Endstück wird einfach um den Rest gebogen und dann mit einem Seitenschneider abgeschnitten. Jetzt kommen wir zur Basis des Kettenständers. Hier benutze ich einen Blumenuntertopf, den ich mit Blitzzement ausfülle. Hierzu mische ich Blitzzement mit Wasser. Das Mischverhältnis findet ihr immer auf der Packung des Produkts. Ich habe den Zement abgewogen und die passende Menge Wasser abgemessen. Das Ganze mische ich dann direkt in der Form und ihr müsst hier wirklich sehr schnell arbeiten, denn der Name Blitzzement ist kein Witz und das Ganze härtet sehr schnell aus. Als nächstes verankere ich meine Kettenhalter direkt im Zement und gebe noch eine kleine Schicht oben drüber. Nachdem der Zement ausgehärtet ist, habe ich mich dazu entschlossen, noch eine kleine Schicht Gips drüber zu geben, einfach weil der Gips eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche bildet. Nachdem das Ganze komplett ausgehärtet ist, könnt ihr die Form problemlos entfernen und fertig ist euer Kettenständer. Als letztes habe ich noch eine kleine Aufbewahrungsidee für zum Beispiel Armbänder, Uhren und so weiter, die man eben schön auch mit den anderen zwei Sachen, die wir gerade gemacht haben, kombinieren kann. Und ich finde, es sieht echt sehr cool aus, weil es so ein bisschen diesen Industrial Style hat mit dem Holz und Beton kombiniert. Das finde ich echt eine sehr coole Kombi. Ist ganz, ganz leicht zu machen und hierbei habe ich den Zuschnittservice bei Bauhaus genutzt und habe mir aus einem schönen Stück Holz das schneiden lassen, was ich gebraucht habe und das Ganze dann weiter mit einer Stichsäge bearbeitet und fertig ist das Ganze. Ich zeige es euch jetzt ganz schnell. Für meine Armbandpyramiden habe ich mir ein schönes Stück Buchenholz ausgesucht. Hier zeichne ich dann Dreiecke ein. Ich habe mich für zwei etwas schmalere und spitzere Dreiecke entschieden und ein etwas flacheres. Diese könnt ihr natürlich so halten, wie ihr möchtet. Die Form habe ich dann vorsichtig mit einer Stichsäge ausgesägt und als letztes muss ich nur noch die Ecken und Kanten etwas abschleifen, damit ihr euch nicht verletzt und auch euren Schmuck nicht beschädigt. So, und das war's mit dem heutigen Video. Die Sachen sind echt cool geworden und ich freue mich echt, die zu verschenken, zum Beispiel jetzt zum Muttertag, Ostern. Das sind kleine Ideen, die man schnell selbst machen kann und ich glaube, da freut sich jeder darüber, denn jeder hat Schmuck, den er irgendwie verstauen möchte und es gibt irgendwie auf dem Markt nicht so tolle Optionen. Deswegen selber machen ist da immer eine gute und günstige und vor allem liebevolle Alternative für sich selbst oder auch als Geschenk. Alle Produkte, die ich benutzt habe, findet ihr unten in der Infobox. Dort findet ihr auch die Links direkt zur Bauhausseite, wo ihr die Sachen online bestellen könnt. In den kommenden Videos zeige ich euch auch noch viel mehr Dekosachen bis hin zu größeren baulichen Vorhaben oder auch zur Wandgestaltung und Dingen, die man einfach selber zu Hause machen kann mit wenig Aufwand, indem ich euch kleine Tutorials, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeige, wie ihr das selber hinbekommt. Denn wir Frauen können das auf jeden Fall auch selbst machen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den YouTube-Kanal von Bauhaus, denn dort werden noch mehr Videos als hier auf meinem Kanal hochgeladen werden. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Ideen findet oder was ihr vielleicht anders machen würdet. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, ciao!
Brauhaus, wenn's gut werden muss.